Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, Klappe die dritte. Letzter Stand. War Rueras, haben wir gestanden, Parkplatz und hatten wieder Probleme mit der Fliegenschutztür, die ja dann Michael zurechtgezupfelt hat wieder. Und Tatsache, die Lücke, die vorher war, und die war wirklich, also ein Zentimeter mit Sicherheit, die ist weg. Ja. Fast weg. Ne? Ganz weg. Ja, ganz weg. Und jetzt schieben wir die Fliegengittertür im unteren Drittel auf. Mhm. Und das geht. Dann funktioniert's, ja. Dann funktioniert's, ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das so bleibt die nächsten Tage. Und aber wir werden es trotzdem nochmal in Aulendorf. Ja, sicher. Ist ja nicht sagen. Und wenn ich wütig bin, werde ich gewaltig. Hier, Leute, das ist unsere zweite Fliegenschutztür. Guckt euch das an. Wir haben genau das gleiche Problem wie vorher auch. Jetzt gehe ich mal raus und zeige euch das mal von draußen. So. Mach du das mal, halt mal hoch. Ich komme da gar nicht so nah ran. Das ganze Ding verzieht sich schon wieder. Und ja, wir haben wirklich... Und wir haben wirklich immer mit beiden Händen die Tür aufgezogen, immer Ding, in der Mitte. Wir haben das Ding mit Samthandschuhen angepackt. So, Michael hat das jetzt ganz vorsichtig wieder runtergeschoben. Es war ja total, da oben sind auch Knicke drin. Jetzt guckst du mal, jetzt ist das Ding fast zu. Guck mal rein. Der ist schlicht und einfach falsch eingestellt. Ja, jetzt haben wir keinen Spalt mehr da oben. Fast. Ja, ein bisschen noch, aber ja. Wir hatten ja über einen Zentimeter offen gehabt. Also irgendwie haut die Tür nicht richtig hin, obwohl ja der in Übigau, der hat ja, der Herr, wie hieß er? Schubert. Die haben gesagt, die hätten das auch eingestellt. Das scheint schon an der Tür zu liegen. Ja, dann haut aber irgendwas mit dieser Einstellung hier nicht hin. Ich nehme mal an, dass diese Tür, wenn die neu kommt, komplett mit Rahmen kommt. Und da drinnen läuft da wahrscheinlich auch dieser Seiltuchmechanismus. Ja, aber es war ja schon bei der ersten Tür die Katastrophe und jetzt haben wir ja, das gleiche wieder. Weil wenn die jetzt, sagen wir mal, ohne Rahmen käme und das hier irgendwo drinnen klemmt, dann könnte ich das ja noch verstehen, aber die kommt doch komplett, da kommt doch nicht nur das Innenteil hier. Aber der Witz ist, das würde ich jetzt da oben, der Spalt ist jetzt echt geringer. Ja, er ist immer noch da, aber ist weniger, ja. Ja, der war ja, das war viel mehr offen. Der geht oben wieder sogar ganz zu, ja. Zu. Vielleicht geht's ja jetzt wieder. Vielleicht geht's ja jetzt richtig. Das stelle ich da so in Rechnung. Was bediene ich die Stunde? Mit An- und Abfahren? Oh, ey, das ist diese Tür nervt mich so, total. So, jetzt geht's schon wieder. So. Du musst aber so muss man die Tür aufziehen. Habt ihr das gesehen? Anders mit einer Hand geht's gleich gar nicht. Dann musst du und auch die Falten legen sich nicht immer richtig zusammen. Ist das bei euch auch, dass ihr das so vorsichtig die Tür auf und zu machen müsst? Das ist doch kein Zustand, finde ich. Ich weiß nicht. Das ist sowas, zieht sich nach oben weg, dieses Plissé zieht sich nach oben weg. Hier stimmt irgendwas mit der Einstellung. Oder unten, dass das nicht nachrutscht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie das Ding funktioniert hier. Naja, ich bin mal gespannt. Wir werden berichten, wie das jetzt läuft. Wir werden berichten. Auf jeden Fall, jetzt geht es besser als vorher. Ja, na, siehst du, also. So, aber jetzt mal was Positives. Also hier auf dem Platz haben wir heute gestanden. Hier ist so ein Intersport. Und das ist der Parkplatz davon. Und die sind aber abgedeckt, die Parkuhren. Also man kann da gar nichts einwerfen. Und haben uns gestern Abend hier einfach hingestellt. Und hatten ein nice Plätzchen. Schaut doch mal. Total schön. Ganz alleine gestanden. Wunderbar. In der Nacht fährt keiner hier Auto, also es war echt cool. Schöner Platz hier. Wir müssen nachher nur noch mal gucken, wo wieder heißt, weil Michael sagte, ein Namen, der stimmt nicht mit meinem Handy überein, wo wir gerade sind. Das heißt Genie. Wir schauen nachher noch mal. Das lasse ich jetzt drauf. Michael hat nämlich gerade die Toilettentür aufgemacht und hat von der Toilette ausgerufen, wie der Name heißt. Ah.
So, liebe Videofreunde, Michael schreibt jetzt noch eine Mail an Aulendorf, weil wir ja noch keinen Rückruf bekommen haben. Und dann geht es weiter. Und zwar wollen wir heute Richtung, wo fahren wir eigentlich hin? Flims, ne? Flims fahren, eventuell die Rheinschluchten uns angucken. Und dann soll es da oben auch einen See geben. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ob das Wetter mit spielt. Auf jeden Fall Richtung Flims. Dort werden wir in der Region bleiben. Bis Freitag wollen wir dann nochmal auf den Campingplatz gehen. Und dann gibt es noch eine kleine Überraschung am Wochenende. Also, seid gespannt und ja, bis demnächst. So, dann sind wir gefahren und zwar Richtung Flims oder nach Flims besser gesagt. Und zwischen Flims und Trinn gibt es einen Campingplatz und da sind wir hingefahren. Und der ist, fährt man von der Straße so runter. Erst fährt man mal ein Stück hoch und dann fährt man runter. Und sehr idyllisch, sehr schöner, sauberer Platz, schöne Sanitäranlagen, muss man sagen, ja. Liebevoll gestaltet. Und da sind wir halt geblieben. Und dann haben wir gestern eine sehr, sehr schöne Tour gemacht. Und zwar waren wir an der Rheinschlucht und am Kaumersee. Mhm. Und man, wo fährt man hin? Erzähl du mal, wie man wo der Parkplatz war. Ja, du kannst entweder von dem Campingplatz aus laufen, aber das war nicht so genau beschrieben und haben wir gesagt, okay, weil wir hatten eine Beschreibung gefunden am Internet, wie es am einfachsten ist. Du fährst nach Flims Waldhaus auf den Parkplatz von dem Kaumer See und also ich habe 5 Franken da eingeworfen in den Parkautomat, das war dann gut genug. Von da aus kannst du zu dieser Aussichtsturm an der Rheinschlucht kannst du hinlaufen. Das dauert, wenn du gemütlich läufst, so wie wir, eine Stunde. Ja. Und lässt sich wunderbar durch den Wald laufen, also selbst wenn es ein sehr, sehr ist, schöner Wanderweg. Ja. Ja. Du läufst auch an diesem Kaumer See ein Stück entlang und das ist also ganz toll da mit dem Wasser und alles, sieht schon super aus. Ja. Ja, schon ein bisschen, wie hat einer geschrieben, ist ja schon fast ein bisschen kitschig. Ja, ich hatte auf Facebook schon gepostet und hat eine geschrieben, das ist ja schon fast kitschig. Aber das ist wirklich, so sieht das aus dort. Das ist ein Traum, ja, wirklich. You.
Ja, und dann bist du halt an dem Aussichtspunkt da. Du siehst auch zwischendurch schon, hast du Blicke in die Schlucht, in diese Rheinschlucht. Also musst nicht unbedingt auf diesen Aussichtsturm da hochkraxeln. Naja. Wer es nicht kann, meine ich jetzt. So wie ich? Ja. Ja, aber ich bin dann also mal so, ja, so was weiß ich, 7-8 Stufen mal hoch auf die Treppe da. Und da konnte man schon gut runter gucken. Also ich habe auch ein bisschen was gesehen. Michael war natürlich ganz oben auf der Plattform. Du siehst ja schon auf dem Weg, wie gesagt, wo die Bänke da stehen, wo du dich mal hinsetzen kannst. Und kannst dann haben sie auch ganz toll gemacht. Überall kleine Tröge, also was heißt kleine Tröge mit Wasser. Ja. Und den ganzen Wald immer wieder kommen die, wo man sich erfrischen kann. Also man braucht wirklich kein Wasser mitschleppen. Einzig, was ist ein bisschen blöd ausgeschildert. Weil an sich... Ja, die eine Stelle da. Du musst Richtung Konn, musst du die ganze Zeit laufen, was da steht. Also nicht, erst zum Schluss kommt dann irgendwann, steht da eine Rheinschlucht. Ja, also wenn ihr den Wanderweg lauft, ihr lauft Richtung Konn. Ja. Ne? Und das ist wirklich ein super Wanderweg. Kannst du mit Kinderwagen laufen, du kannst auch mit... Naja, Rollstuhl gibt es mal ein bisschen hoch und runter, das ist vielleicht ein bisschen doch dann zu anstrengend. Aber ansonsten, er ist breit, er lässt sich ganz toll laufen, vor allem wirklich mitten im Wald, selbst wenn du im Sommer läufst. Wir hatten gestern war es ziemlich warm. Also es war sehr erfrischend und ganz, ganz toll. Und Michael hat natürlich den mega Ausblick da oben auf der Aussichtsplatte gehabt. Da kann ich halt immer leider nicht mithalten, es geht halt leider nicht. Aber wenigstens konnte ich auch mal so ein bisschen runter gucken. Ja, und auf dem Rückweg sind wir dann an den Kaumer See, haben wir Halt gemacht und sind, da ist so ein Bähnchen, was runterfährt und dann mit dem sind wir gefahren und sind dort ins Lokal und haben uns da hingesetzt. Ich habe mal Eis gegessen und da sitzt man traumhaft. Im Moment ist ja nicht viel los. Nee, ist gar nichts los. Und das war es war ein Traum dort. Es war ein wunderschöner Tag gestern. Und das war ganz lustig dort, wie die das handhaben. Du lädst dann eine App runter. Also wir haben das auch mal ausprobiert. Wir haben eine App runtergeladen und haben dann, kannst du durch diese App bestellen. Ja, du musst dich registrieren. Registrierst dich mit einem Barcode. Ja. Und dann kannst du mit dieser App halt deine Bestellung aufgeben, bezahlst mit Kreditkarte und irgendjemand bringt das halt eben. Ja. Also ist ganz gut gemacht irgendwie, fand ich ganz gut. Und dann haben wir halt da gesessen und haben... Eins noch. In der Saison kostet, und die fängt glaube ich am 26. Juni an oder was da stand, kostet das Eintritt, dieser See, und zwar jeden Tag. Wo wir jetzt da waren, ist noch keine Saison, da kostet es nur am Wochenende Eintritt. Ja. In der Woche war er jetzt noch kostenfrei, also umsonst. Ja. Und wenn ihr einen Hund habt, mit dem kommt ihr auch nicht ans Wasser. Nee. Also da ist da direkt, wo diese Restaurant ist gleich Feierabend, Ende, weil da darfst du mit dem Hund nicht. Ja. Also das war ein toller Tag. Dann sind wir zurück an den Campingplatz, haben uns ein bisschen ausgeruht und dann haben wir gefragt, ob wir eher abreisen können, außerhalb der Sprechzeiten. Das war kein Problem. Ein bisschen, also der Campingplatz war wirklich total idyllisch eigentlich. Der war ohne, dass er an der Straße ist, ohne Verkehr, ohne alles, ruhig, still, Wald. Ach, es ging aber 2 Tage von früh bis abend, die Rasenmäher. Mhm. Die haben eine riesen Wiese da auch dran, die haben sie heute gemäht den ganzen Tag. Gestern haben sie den ganzen Tag gemäht. Gestern, glaube ich, war um 7 Uhr, wo er schon mit dem Trimmer anfing. Motortrimmer los. Ja. Oh, es war wirklich, wirklich laut. Und das hat uns nicht so gefallen. Nee. Und dann haben wir gesagt, ich kann einiges mit Lautstärke abhaben, bin nicht so schnell empfindlich. Ja, wenn es mal 2-3 Stunden ist, ist auch okay, aber den ganzen Tag. Das ging den ganzen Tag, und heute wieder. Dann haben wir uns dann entschieden, doch schon abzufahren. Tschüss. Ja, Prost. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir eigentlich morgen erst hinfahren wollten. Und zwar sind wir jetzt am Lago di Lei. Und ich glaube, einige von euch kennen den Lago di Lei durch den weltbekannten YouTuber Kai Travel Camping Living. Der ist ja öfters mal hier und von dem haben wir natürlich auch die Empfehlung. Und natürlich wollen wir uns auch mit dem treffen. Das hatten wir uns eigentlich am Anfang des Urlaubs so vereinbart. Die ersten 2 Wochenenden konnte er nicht und dann haben wir gesagt, okay, wir sind ja noch ein drittes Wochenende in der Schweiz und
das geht wohl und jetzt hoffe ich, dass das alles klappt. Wir haben uns das Mitte der Woche ausgemacht. Wir haben aber jetzt keinen Kontakt mehr gehabt, weil wir gesagt haben, wir lassen das mal so ein bisschen offen. Wir haben auch gesagt, wir kommen erst am Samstag und jetzt sind wir ja schon hier und wollen halt ihn ein bisschen überraschen heute Abend, dass wir schon da sind. Jetzt gucken wir erstmal, ob er heute überhaupt kommt. Müssen wir mal sehen. Ja, jetzt stehen wir hier auf 2000 Meter Höhe und ja, schönes Plätzchen, muss man sagen. Und warten, dass der Kai vielleicht noch heute kommt. Geschafft. Jetzt müssen wir das Ganze noch mal hoch. Bis da oben hin. So, jetzt geht's auf. Mal gucken, wenn wir oben ankommen, wie fertig wir sind. Wir Flachland-Tiroler und dazu noch ungeübt. Und haben eine Mordswanderung hinter uns. Ach, das war wieder so typisch Würtele. Nee, das war Kokot. Das war deine Idee, nie meine. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin vorhin vor, da vorne ist so eine Information, da kann man sich über den Stausee auch informieren. Und das ist auch so eine Plattform, da habe ich runtergeguckt und da habe ich gesehen, dass man, also man kann ja die Staumauer bis darüber laufen, wenn man auf der anderen Seite des Staudammes ist, ist man in Italien. Mhm. Und da habe ich dann vorhin mal rüber geschaut und habe gesehen, dass dort auch ein Weg zu laufen ist. Und da habe ich gedacht, als wir dann vorhin darüber gelaufen sind, über die Staumauer, können wir doch eigentlich auch den Weg hier runterlaufen und hier wieder hoch, und dann kommen wir hier drüben wieder an. Habe ich gedacht. So ähnlich. So, da sind wir den ganzen Weg darunter gelatscht. Wirklich runter. Ja, bis zum Fuß. Bis zu der Brücke. Und haben gedacht, so, jetzt geht's weiter auf der anderen Seite hoch. Hat sich auch schön erstmal laufen lassen. Wiese, Blümchen, tralala, alles hübsch. Und waren also im oberen Drittel. Und auf einmal ging's nicht mehr weiter, weil da war, was ist das, wie so eine von das dem... Das ist die Mauer von dem Ablauf. Ja. Da war der Weg fertig. Das aus. Aus. So. Jetzt konnte mir das ganze Stück von dort wieder runter marschieren und dann das ganze Stück von unten, wie wir gelaufen sind, wieder hoch. Und dann nochmal die Staumauer auch nochmal zurück. Was? Der war leicht angepisst. Der war nicht so brillant. Naja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Das hätte man zwischendurch filmen sollen, die Trauermarsch.
Nein, das Blöde war, wir hatten nichts mit, kein Wasser. Der Einzige, der versorgte, war der Hund. Der hat zwischendurch, da war so an den Rinnsalen was getrunken. Und das war halt doof gewesen. Aber ansonsten war es jetzt nicht so eine überragende Leistung. Aber wir hatten nichts mit, kein Wasser, kein gar nichts. Und das war halt ein bisschen blöd. Ja, und da sind wir hier oben angekommen, wirklich so fertig. So haben wir uns jetzt hier reinverzogen und jetzt wird gegrillt und wird was richtiges Gutes gegessen. Ja, hoffentlich bläst mal der Wind die Flammen nicht aus, also wir probieren es mal. Dann müssen wir es hier drinnen machen, dann ist es auch egal. Aber ich habe jetzt richtig dolle Cola, weil wir haben heute nur gefrühstückt und ein Eis. Und das war's. Also, jetzt sind wir mal gespannt, ob der Kai heute hier ankommt oder nicht. Na, spätestens hoffentlich morgen. Und dann machen wir noch ein schönes Wochenende. Da freuen wir uns echt drauf. Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi. Bis später. Tschüss. Ciao. Der Grillmeister sitzt ganz alleine da und grillt. Und friert sich den Arsch ab. Und friert sich den Arsch ab. Aber der ist eigentlich ganz gut eingepackt. Was gibt's denn Schönes? Mach mal hoch. So, das gibt es jetzt als Nachspeise sozusagen. Nein, Hauptspeise. Oh, riecht das gut. Wenn ihr das riechen könntet, das riecht so lecker. Soll ich dir einen Pelzjacke holen? Ja. Und hier steht. Tja, luftig, frisch und frei. Ja, nur die Harten kommen im Garten. Ja, so ist es. Ist doch angenehm.